1350 war das, was wir heute als französische Landidylle kennen, die Hölle auf Erden. Seit mehr als 15 Jahren litten die Menschen dort bereits unter den englischen Eroberern. Sie wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, dass der Krieg noch weitere 100 Jahre andauern würde. Doch aus dem Fegefeuer von Krieg, Hunger und Pest würde sich die moderne französische Nation erheben. Der englische König Edward III. Blickte mit Neid über den Ärmelkanal. Er wollte Frankreich für sich und hatte bereits die Lilie, das Wappenzeichen Frankreichs, seiner eigenen Standarte hinzugefügt. Das war eine eindeutige Kriegserklärung. 1337 begann er dann seinen Feldzug. Doch Frankreich hatte schon einen König. Philipp VI. Als die Engländer das Land brandschatzten, rückten Philipps Armee und seine legendären Ritter aus, um sie zu stellen. Und trafen auf den englischen Langbogen. Eine einfache Waffe und doch die zerstörerischste, die die Ritter je gesehen hatten. Die Helden Frankreichs fielen im englischen Pfeilhagel. Der Krieg verschlang das französische Land. 1351 konzentrierte sich der Konflikt auf die Bretagne. Eine Schlacht, in der das Rittertum spektakulär zur Schau gestellt wurde, steht symbolisch für den größeren Konflikt zwischen den verfeindeten Nationen. Das Turnier der 30 wird in der Bretagne noch immer gefeiert. Es war ein Streit zweier ansässiger Familien, die von den Kriegsparteien unterstützt wurden. Französische und englische Kommandanten beschlossen, den Konflikt durch ein ritterliches Turnier zu entscheiden. Jede Seite würde 30 Streiter für den Kampf auf neutralem Boden auswählen. Frankreich bereitete sich auf die Verteidigung gegen Englands beste Kämpfer vor. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode und der neuen Kampagne mit der ersten Mission, das Turnier der 30. Klingt schon mal sehr spannend. Bin mal gespannt, was da auf uns zukommen wird. Also wir haben jetzt momentan den 8. Jänner und jetzt spiele ich mal wieder, habe wieder voll drauf Bock gehabt. Und mal schauen, was die neue Kampagne so zu bieten hat. Das Intro war ja schon mal geil. Los geht's. In der Absicht, das Leid der französischen Landbevölkerung zu beenden, schickte Sir Jean de Beaumanoir eine Herausforderung an den englischen Kommandanten. Auf beiden Seiten würden 30 Streiter in einem Turnier um den endgültigen Anspruch auf die Bretagne antreten. Nachdem die Halfway Oak als Schlachtfeld festgelegt worden war, suchte Sir Jean Unterstützung bei lokalen Rittern. Ich bin ja schon mal generell besser, dass man so den Streit schlichtet, anstatt tausende Leute in den Krieg zu schicken. Ritter hielt sich an die strengen Regeln des Rittertums. Er sollte die lokale Landbevölkerung beschützen und den Frieden sichern. Kleine Anekdote zu den englischen Langbogen. Ihr kennt doch alle das Peace-Zeichen, ne? Wo man die zwei Finger zeigt. Das kommt tatsächlich aus der Zeit, denn man hat das gezeigt, um zu sagen, okay, ja, ich habe meine zwei Finger noch, die wurden mir nicht abgeschnitten im Krieg. Also das waren die, was die Langbogen geschossen haben. Aber wenn du die zwei Finger natürlich nicht mehr hattest, was so blöd mit dem Pfeil schießen. Okay, was kann der? Der kann heilen. Und erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Ja, man kann es ja gerade schon mal heilen hier. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Die mittelalterlichen Turniere wurden in freundschaftlicher Gesinnung ausgetragen, um des Sportes und des Ruhmes willen. Das Turnier der 30 aber wurde zwischen kriegführenden Gegnern ausgerichtet.
In der Bretagne hatte es überall auf dem Land englische Überfälle gegeben, die den Menschen große Not gebracht haben. Okay. Elite-Kämpfer, machen wir die mal zuerst da oben. Sir Jean sah, wie ein englischer Plündertrupp ein nahegelegenes Gehöft überfiel. Wo denn? Ah, okay. Okay, der kann demoralisieren. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit und heilen. Alles zusammen. Die Kombi gefällt mir. Ah, mit dem Heilen hätte ich vielleicht noch ein bisschen warten sollen. Guck, greift sie mal alle an hier. Ah, jetzt haben wir einen verloren. Shit. Ah, jetzt kommt schon. Kann doch jetzt nicht so schwer sein. Okay. Dann würde ich sagen, warte noch mal ganz kurz. Die englischen Plünderer nieder und Sir Guy de Rochefort schloss sich der Gruppe von Sir Jean an. Vielleicht ein bisschen Timing hintereinander. Okay, jetzt hat wieder geheilt. Und schön haben wir hier noch mal Elite-Kämpfer. Okay, dann gehen wir mal langsam in die Richtung hin. Ich glaube, je mehr wir von denen haben, umso besser. Würde ich sagen, zuerst mal demoralisieren, weil dann ist die Verteidigung unten. Sir Jean Suche führt ihn als nächstes und zu Sir Geoffroy Dubois, die dessen Angriffsgeschwindigkeit. Knappen gegen eine Abteilung englischer Langbogenschützen kämpften. Die Ritter nutzten die Schnelligkeit ihrer Streitrösser, um die Bogenschützen anzugreifen und zu überwältigen. Das war jetzt echt schnell. Aber ich weiß nicht, ob wir die Geschwindigkeit beim Turnier brauchen. Die englischen Langbogen, aber das war schon ziemlich effektiv. Die französischen Ritter wussten aber, dass der Feind versuchen würde, die Befestigung auf dem Hügel zurückzuerobern und wappneten sich für weitere Angriffe. Wow, wie die da drüber hin. Krass. Da kommt da jetzt mehrere Wellen, oder wie ist das? Ja, scheint so. Okay, dann können wir gerade noch mal trennen sagen. Nice. Und dann bräuchte man gerade noch mal die Heilung. Das ist jetzt alles gewesen. Ne, das war nicht alles. Okay, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit und nochmal heilen. Ah, shit, schon wieder einen verloren. Aber die zwirbeln ganz schön rein da. Ach ne, noch mehr. Okay, ich brauche die Heilung nochmal. Wir müssen jetzt erstmal trennen hier. Bewegung. Also das mit der Bewegung, das sehe ich einfach nicht. Am Sturmangriff ja, aber nicht beim Turnier. Okay, Gott sei Dank. Nochmal heilen. Mit Sir Geoffroy an seiner Seite hatte Sir Jean den Außenposten gesichert. Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, was wir als Gegner kriegen. Also hoffentlich sehen wir das, um dann entsprechend die Einheiten auszusuchen. Gut. Also ich wäre jetzt für heilen und trennen erstmal. Okay, mal 5 Waffenknechte, 4 Speer, 9 Speerkämpfer. 4 königliche Ritter und 5 Reiter. Aber die Einheiten werden auch nicht so unsexy. Französische Elite-Kämpfer nochmal. Okay.
30. Wir sind jetzt weit unter dem. Oh, ich freue mich schon aufs Turnier. In der Absicht, seine Ehre zu sichern, stellte sich ein junger Ritter Sergent auf einer Brücke in den Weg. Okay. Gewinne das Duell. Ja, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Ja, das war jetzt einfach. Haben einzigartige Fähigkeit, das ist mir schon klar. Ehrenmann gebührend gestand Sir Yves Chariel seine Niederlage im Duell ein und schloss sich der Sache an. In der Nähe 5 Sekunden lang um einen großen Wert sowie weitere 10 Sekunden lang um einen kleineren. Hä? Verstehe ich nicht. Aber da gehört jetzt uns. Und wenn wir nochmal heilen. Wie lange geht denn das eigentlich? 10 Sekunden. Okay. Passt. Dann jetzt hier rein. Ah, so was kriegt er. 9 Waffenknechte. 4 Reiter. Also 4 königliche Ritter und 5 Reiter. Waffenknechte, Schwerkämpfer. Ich glaube, wir müssen gut mischen. Sergent betrat den Kampfplatz für das Turnier und bereitete cool. Die Auswahl der Ritter vor, die sich ihm im Gefecht anschließen würden. Ach so. Das ist dann der Gegner. Jeden Ritter begleitete ein Knappe. Ein junger Adliger in Ausbildung, selbst Ritter zu werden. Okay. Also ist das, was er dann reinschickt? Reiter, Ritter, Waffenknecht oder wie? Tipps sind sich versammelte englische Kämpfer an und kontern sie diese. Also vor allem gegen die Reiter. Dann würde ich sagen, Speerkämpfer. Königliche Ritter und Reiter. Waffenknechte. Knechter. Antikavallerie, Veteranenspeerkämpfer. Was haben wir da? Waffenknecht, der ist schwere Rüstung, anfällig gegen Kavallerie. Ich weiß nicht. Königliche Ritter, 9 Waffenknechte. Trennen, 5 Waffenknechte, 4 Speerkämpfer. Machen wir denn noch? Oh, okay, das war's schon. Sergent hatte seine Mitstreiter gekürt. Bei Sonnenaufgang betraten beide Seiten die Arena, bereit für die erste Runde des Kampfes. Okay, heilen würde ich ganz zum Schluss machen. Zuerst trennen, dann die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Runde 1 von 2. Oh shit. Okay, Runde 1 hat begonnen. Gehen wir mal hier rein. Oh shit. Okay, Heil spare ich mir. Jetzt. Au. Ob das richtig war. Autsch, das tut sehr weh. Fuck. Okay. Das hätte ich so nicht machen sollen. Okay. Nachdem die Franzosen in der ersten Runde unterlagen, nutzten sie die Pause, um neue Kraft zu sammeln. Stärken Sie ein und dann erforschen Sie Technologien. Wie? Achso. Kann ich noch mehr machen? Ich kann hier gar nicht mehr machen, ne? Ich glaube, das schaffen wir nicht.
Nee. Shit. Probieren wir es nochmal. Aber ich glaube, das verlieren wir. Da hätte ich andere Truppen ausbilden sollen. Erfrischt und mit neu geschöpften Kräften betraten die französischen Ritter die Arena für eine weitere Runde des Turniers. Schon bald sollte das Turnier der 30 darüber entscheiden, welche Nation die Herrschaft über das Herzogtum Bretagne übernehmen wird. Ja, so wie es aussieht, England. Heilen. Hoffentlich war das jetzt nicht zu spät. Oder zu früh. Oh, 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 oh. Knapp, 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 knapp. Komm, mach sie fertig. Oh, das wird echt knapp. Noch mehr trennen. Komm, 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 komm. Angriffsgeschwindigkeit. Oh, ich glaube, ich gewinne. Oh, yes! Nice. Triumphierend beanspruchten Sir Jean de Beaumanoir und seine treuen Ritter den Sieg. Das Turnier der 30 hatte die Herrschaft über die Bretagne entschieden, zugunsten der Franzosen. Okay, noch ahnten beide Seiten nicht, dass dies erst der Anfang eines erbitterten Krieges war, der sie alle überdauern sollte. Okay, aber das war jetzt eine echt coole Mission. Mal was anderes, muss ich schon sagen. Sollen wir gerade mal schauen, ob es dann noch ein Bonusvideo gibt. Auf das freue ich mich immer am meisten. Sieg. Mal schauen. Ich glaube, das war das, was wir gerade gesehen haben, oder? Mal kurz gucken. Im Hundertjährigen Krieg nutzten die Engländer eine Strategie des Schreckens. Mit Raubzügen ins feindliche Gebiet versuchten sie, die Franzosen zum Kampf zu locken. Man nannte das Chevauchée. Die wichtigste Waffe dafür war Feuer. Und eine der Methoden, es zu entfachen, waren Brandpfeile. Challenge with incendiary arrows? Keeping them alight. Ein besonderer Typ von Brandpfeilen wurde mit Schießpulver versehen. We've got charcoal, got sulfur, and we've got saltpeter. Saltpeter is the main ingredient. The more oxygen you put into it, the hotter it burns. Of course, when it's on an arrow, when it's being shot, you've got a turbocharged airstream. Die Chemikalien wurden mit Brandy vermengt, getrocknet und in einen Leinenbeutel geschüttet. Der Beutel wurde über eine überlange Pfeilspitze gezogen und daran festgebunden. Dann wurde er mit kochendem Baumharz versiegelt. Das Harz war gleichzeitig hochentzündlich und wasserabweisend. Außerdem verhinderte es, dass das brennende Schießpulver im Flug vom Wind ausgeblasen wird. Now that looks deadly. And I really want to shoot it. Beim Verschießen von Brandpfeilen kam es auf den richtigen Zeitpunkt an. Zu früh losgelassen, erloschen sie. Wartete man zu lange, spielen sie Feuer wie ein Drache. That was just evil. That was great. Das Wort Chevauchée bedeutet Raubzug zu Pferde. Die Angriffe wurden von leichten und schnellen Reitern vorgetragen. Sie raubten Gold und Silber aus Kirchen, die Wertgegenstände der Reichen und von allen anderen so viel Nahrung, wie sie nur finden konnten.
Die Chevauchée war eine Taktik der verbrannten Erde. Sie sollte die Untertanen des Feindes aufhetzen, sodass sie sich vielleicht sogar gegen ihren König wenden würden. Eine ausrückende Armee brauchte eine entscheidende Schlacht. Und die Chevauchée war ein Mittel, den Feind dazu zu provozieren. Okay, mal wieder ein geiles Video. Aber ist euch eins aufgefallen? Die Pfeile haben tropft. Also ich wette, da hat man sich auch anständig verbrannt, wenn man da nicht aufpasst hat. Okay, zweites Video, Rittertum. Mal schauen, ob das auch neu ist. Nein, ich glaube, das ist das, was wir am Anfang gesehen haben. Oder? 1350 war das, was wir heute als französische Landidylle kennen. Die Hölle auf Erden. Seit mehr als 15 Jahren litten die Menschen dort bereits unter den englischen Eroberern. Sie wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, dass der Krieg noch weitere 100 Jahre andauerte. Doch aus dem Fegefeuer von Krieg, Hunger und Pest würde sich die moderne französische Nation erheben. Der englische König Edward III. Blickte mit Neid über den Ärmelkanal. Er wollte Frankreich für sich und hatte bereits die Lilie, das Wappenzeichen Frankreichs, seiner eigenen Standarte hinzugefügt. Das war eine eindeutige Kriegserklärung. 1337 begann er dann seinen Feldzug. Doch Frankreich hatte schon einen König. Philipp den VI. Als die Engländer das Land brandschatzten, rückten Philipps Armee und seine legendären Ritter aus, um sie zu stellen. Und trafen auf den englischen Langbogen. Eine einfache Waffe und doch die Zerstörung. Okay, das ist eigentlich wieder das Gleiche. Nur der Anfang, glaube ich, war ganz dezent anders. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.